Und weiter geht's bei Mario 64 DS. Wir hatten ja rote Münzen-Struggle gehabt. Im Inneren der Höhle. It's a Luigi time. Ich habe ein bisschen meine Probleme mit Mario 64 DS. Also es lässt sich nicht so cool steuern, wie es geplant war. Klar, ich mag 64 DS, es hat mehr Sterne und so, aber ja. Die Steuerung der Charaktere, man sieht's ja. Schwammig, es hell. So, wir brauchen jetzt Folgendes. Nämlich Luigi. Ich glaube, heute sehen wir nur diese Welt. Eine andere Welt werden wir heute nicht sehen. Weil der 96. Stern ist quasi der Münzstern dieser Welt. Und naja. Dürfte nicht einfach werden. Bis zum nächsten Mal, dann gibt es den letzten normalen Stern der wilden Wasserwerft und in der darauffolgenden gibt es die 100 Münzen. Bis dahin und ciao.